So, hallo, jetzt geht's wieder ums Projekt X, Project X. Und da wollen wir mal so ein paar weitere Komponenten durchgehen. Und dann legen wir einfach mal los. So, ich war shoppen. Gucken wir doch mal, was wir hier so haben. Orange Lizardskinsgriffe. Charger ohne Klemmung, also ohne Schraubgriff, aus dem Grund, dass wir bei Schraubgriffen ja immer so eine Kunststoffhülse drin haben, wo der Griff, der eigentliche Griff dann drauf ist, also das Gummi. Was wir bei den Griffen dann nicht haben, das heißt, das Gummi geht ja bis zum Lenker durch und dadurch haben wir halt eine höhere Dämpfung der Griffe. Ist natürlich bei der Demontage etwas aufwendiger, aber wie oft demontiert man Griffe? Jo, so, weiter geht's. Box Components, Kassette und Schaltwerk. Gucken wir mal ganz kurz rein. So, hier haben wir ein Box Components Schaltwerk, hatte ich selber noch gar nicht, hat auch eine kleine Kupplung drin, wie das ja Shimano und SRAM Schaltwerke haben, dass der Käfig schwer nach vorne geht und die Feder den trotzdem leicht nach hinten ziehen kann. Ansonsten ist das hier, meine ich, viel aus Aluminium mit Carbon vorne. Hier hinten ein bisschen was aus Carbon. Ja, da bin ich einfach mal gespannt. 11-fach. Genauso wie die Kassette. Die ist dann auch 11-fach. Sitzt, wie man sieht, auch auf einem Alu-Spider. Die obersten Ritzel, das oberste auf jeden Fall. Und das zweitgrößte können auch aus Aluminium sein. Und die anderen sind auch Stahl. Der Unterschied von der 11-fach-Kassette zum Beispiel zu einer XT 11-fach-Kassette, beide sind 1146. Der Unterschied ist, dass Shimano hier eine etwas feinere Abstufung gewählt hat in den schweren oder mittleren Gängen. Und dann aber oben rum, gerade vom zweitleichtesten zum leichtesten Gang, einen riesen Sprung drin hat. Ich glaube, da geht es dann direkt von 37 auf 46 Zähne. Und hier geht es von 40 auf 46. Das ist halt dann obenrum ein bisschen feiner, wenn man irgendwo hochfahren will. Der Trigger ist aber noch nicht lieferbar. Ist aber kompatibel mit Shimano. Na, was denn hier los? Der... Also... So einen leichten Gang drin hast, mach so, zack, zum steil runterfahren. Mit dieses Auspacken, wo man dann nie wieder weiß, wie man das da reinkriegt. Der Box Components Shifter kommt natürlich auch noch, ich weiß nur nicht wann. Deswegen gibt es halt erstmal den Shimano. So, machen wir mal weiter. Wenn wir schon da sind, SRAM Kettenblatt, 28 Zähne. Ich habe nämlich vor, aus meinem S-Works Enduro die XX1 Eagle Kurbel rüber zu bauen. Weil es fürs S-Works eine neue Kurbel gibt, dann brauche ich aber das andere Kettenblatt. Wegen dem Offset für Nicht-Boost. Dazu brauche ich dann auch das passende Inlager. Habe ich noch eine Kettenführung für das Rad. Eine E30 TRS Plus. Für die Umwerfer Direct Mount Aufnahme. Soweit so gut. Hm.
13. Dropper kommt hier wieder zum Einsatz, wie ich anfangs im Enduro S-Works hatte. Die findet jetzt seinen Weg wieder hier rein. Das Besondere an der Stütze ist, dass sie nicht mit Luft arbeitet, sondern eine Stahlfeder drin hat. Hehehe. So. Eins der Herzstücke. Natürlich der Dämpfer. Fahrwerk wird bei mir immer ganz groß geschrieben. Deshalb gibt es jetzt einen Cane Creek Double Barrel. In das Rad geht nämlich kein Dämpfer mit Ausgleichsbehälter, also mit externem Ausgleichsbehälter. Deswegen gibt es einen Double Barrel Inline. Und weil ich Stahlfeder so mag, gibt es einen Stahlfeder Inline. Der hat zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, und zwar Low Speed Druckstufe, Low Speed Rebound, High Speed Druckstufe, Low Speed. Halt. Low Speed Druckstufe, High Speed Druckstufe, Low Speed Rebound, High Speed Rebound und den Climb Switch zum Berghochfahren. Dazu auch aus meinem. Hallo? Dazu auch aus meinem S-Works Enduro, die ich anfangs hatte, die SR Springs Feder, super leichte Stahlfeder, die kommt da noch rein. So, Dämpferbuchsen haben wir auch, Dämpferbuchsen natürlich. So, Gabel kennt ihr ja schon, Fox 36 ohne Kashima. Ansonsten finden sich hier ein paar Teile von meinem alten Enduro wieder, und zwar die Pedale. Ich fahre nur Klickpedale, mir gefällt das am besten. Ich habe bessere Kontrolle. Dann Synthase Vorbau. Der Rental Lenker kommt vom S-Works Enduro rüber. Und dann bekommt das S-Works Enduro wieder einen neuen Lenker. So wie die TRP Slate T4 Bremse kommt rüber. Und fürs S-Works Enduro kommt noch die Trickstuff, die kommt aber erst im Sommer, die haben 6 Monate Lieferzeit momentan, und da habe ich aber noch eine Ersatzbremse organisiert, die ich dann so lange testen werde. So, was kann man noch sagen? Reifen hatten wir ja schon, Laufräder hatten wir schon. So, das waren die Teile, bleibt ja eigentlich nur noch der Rahmen, oder?